Es war einmal ein Hamster, der Etienne. Der hat beim liebsten Hausmensch von San Francisco gewohnt, beim Richard. Sali miteinander, das mal erzähle ich euch so die Bilder vom Hollywood-Film «Das Märchen vom Hamster Etienne». Der Etienne ist eigentlich ein König mit einer grossen Kraft. Aber wenn er eines Tages krank wird, kommt alles anders. Der Richard nimmt ihn auf eine Reise mit, dass der kleine Hamster die Welt noch sehen kann. Zusammen erleben sie viel. Sie treffen den Wissenschaftler, der aus Bananenschneckenschleim Sekundenkleber macht. Ein Mädchen, das noch nie so einen herzigen Hamster gesehen hat. Eine Musikgruppe und sogar der altbekannte Zauberer Imago, der manchmal gleichzeitig ein Tier und ein Mensch kann sein. Aber dann kommt der Abschied vom kranken Etienne immer näher. Der Hamster ist verzweifelt und hofft, dass der Richard, das nette Weibli, wo ihnen am Leuchtturm begegnet ist, wieder trifft. Wer weiß, ob das alles gut rauskommt?